Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem Video, was ich schon unbedingt länger mal machen wollte. Und zwar reagiere ich heute auf meine ersten Fortnite-Gameplays auf YouTube. Ihr wisst ja sicherlich, dass ich am Anfang der allerbeste Spieler der Welt war. Okay, ich muss dazu sagen, ich bin mittlerweile auch nicht viel besser geworden, weil ich 3 Monate Pause gemacht habe. Aber ich wollte das unbedingt machen und mir dieses Gameplay anschauen, weil das war irgendwann im Dezember. Und ich wollte dazu eine kleine Geschichte am Anfang erzählen. Und zwar habe ich gerade geguckt, dieses Video hatte so gut wie keine Dislikes. Also ich glaube irgendwie 200 Dislikes und 5000 Likes. Und dann habe ich im Januar mit Fortnite angefangen, Daily Fortnite. Dann auf einmal fanden die Leute es dann scheiße und haben es gedisliked. So, das macht sogar keinen Sinn. Das war so typisch hier, dass die Leute einfach einen Grund gesucht haben zu haten. Ich meine, das war dann relativ schnell vorbei. Aber ich meine nur so, ich finde es einfach so lächerlich. Aber egal. Anderes Thema, Leute. Wir reagieren jetzt hier auf dieses Fortnite-Gameplay. Das war 33 Minuten am Stück, nicht ein Cut. Ich bin mal gespannt, wie ich da ungefähr spiele. Let's go. Was geht YouTube? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Man erkennt im Übrigen direkt, dass das Video eine Start-Stop-Aufnahme war. Das war wieder so typisch. Ich hatte eine Zeit lang, wo ich so darauf getryhard habe, Daily hochzuladen, dass es so Start-Stop-Aufnahmen gab. Also ich habe nicht einen Cut, nichts. Was geht YouTube? Und herzlich willkommen. Ich habe einfach die Aufnahme direkt hochgeladen. Auf Scorpion Place, Leute. Ihr seht schon, die Facecam ist etwas anders positioniert und wir spielen ein anderes Spiel, und zwar Fortnite. Fortnite ist so gefragt auf YouTube und ich habe es auch die letzte Zeit gezockt, Leute. Es macht so viel Spaß. Klar, ich bin erst Level 5 und so. Ich habe erst die letzte Zeit gezockt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich zu dem Zeitpunkt schon mehr als 5 Runden gezockt habe. Ich meine, ich war Level 5. Vielleicht maximal, wie viele Spiele habe ich gemacht? Sagen wir, es waren 15 Spiele insgesamt, seit das Spiel draußen, seit 3 Monaten. Aber, ohne Scheiß, immer wenn ich spiele, frage ich mich, warum spiele ich das nicht öfter? Warum mache ich nicht mal ein Video? Und deswegen kommt jetzt mein allererstes Fortnite-Video auch ungecuttet. Ich werde euch mal zeigen, wie ich das Spiel entdecke, weil ich selber echt noch ein kleiner Noob bin. Ich mache vielleicht so 4, 5 Kills in diesem Video oder so. Ich habe in diesem ganzen Video keinen einzigen Kill gemacht, das weiß ich noch. Das war es aber wieder komplett, Leute. Und vor allem die Road to Pro-Serie sozusagen, wo ich dann wirklich mit Fortnite gemacht habe, es kam über einen Monat später. Also das zu dem Thema, habe ich eben schon erwähnt. Aber es ist einfach so eine Sache, die hat mich damals einfach mega geärgert, ey. Schauen. Auf jeden Fall, Leute, ihr seht schon, das Spiel ist ein Survival-Game. Falls es jemand nicht kennt, Survival-Game in der Lobby. Ihr seht dann gleich, wie das losgeht. Dann springen wir mit dem Fallschirm raus. Und nicht wundern, natürlich sehen alle Sachen noch ganz anders aus. Damals hatte ich auch nicht die PS4 Pro, aber davon abgesehen war es natürlich auch so, dass wir hier halt auch einfach eine andere Grafik, andere Gegenstände und so weiter hatten. Versuchen, solange es geht, zu überleben, müssen Waffen aufheben und so weiter und so fort. Ich denke mal, ihr kennt es schon von vielen Kanälen. Und ja, Leute, ich bin einfach, keine Ahnung, also da muss man auch bauen und so, da bin ich noch nicht, also noch gar nicht gut. Digga, ich kann jetzt noch nicht gut bauen, das war so wieder komplett. Drin, Leute, man kann auch so Holz fällen und so weiter und so fort. Und das ist jetzt die Map, wie das da noch aussieht. What the fuck, Digga. Guck mal, wie scheiße das im Vergleich zu jetzt aussieht. Und ich versuche direkt jetzt mal... Es gab nicht mal Tilted. Guck mal wieder. Unglaublich. Irgendwie, keine Ahnung, Tomato Town könnte echt belastet sein. Ich versuche jetzt hier direkt mal, das die Depot rauszuspringen, Leute. Versuche ich mal. Ja, dann geben wir unser Bestes, dann ein paar Waffen auf. Wieso flüstere ich in dem Video so? Ja, da habe ich mir schon wieder nachts aufgenommen, wegen meinen Nachbarn. Damit ein paar Leute aufzureißen. Aber Solo habe ich noch gar nicht gezockt, Leute. Noch gar nicht. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie viele Leute jetzt hier runtergehen werden und so. Mittlerweile finde ich Solo zum Beispiel geiler. Also macht mir am meisten Spaß. Einigermaßen gut für die Runde. Ich habe jetzt die Facecam hier unten positioniert, damit ihr auch alles gut seht. Also wie viele Kills gemacht wurden, die Minimap oben. Die Kills wären wahrscheinlich richtig wichtig in diesem Video. Das war es dann wieder. Ich höre es auch damit rechts und so weiter und so fort. So, der Winkel müsste mit dem Hängegleiter jetzt eigentlich ganz gut passen. Nicht perfekt, aber ganz gut. So, und jetzt versuchen wir mal hier irgendwie in der Lagerhalle zu landen. Und ja, das Ding ist ganz gut, Digga. Das ist der schlechteste Flug, den ich je gesehen habe. Schlauer als ich. Und ja, dann gehe ich mal lieber hier rüber. Und jetzt muss ich versuchen, auf eine Waffe hoffen. In der Mitte, oh Gott, da liegt eine Scheiße. Komme ich hier noch hin? Jawohl, komme ich noch. Okay. Pistole. Okay. Ah, eine Shotgun sogar, das ist oha. Das erstmal eine Shotgun, aber es passt schon. Bauen wir das mal kurz auf. Wie lange ich hier da gebraucht habe, um ins Dreieck zu kommen. Damals war noch die Kampf-Pro-Steuerung am Start. Da wurde noch mit Dreieck die Waffe gewechselt. Shotgun ist eigentlich gar nicht so schlecht für den Anfang. Wenn ich dem Typen jetzt hier begegne und ihm die mal zeige, was ich hier Tolles habe, dann könnte ich eventuell schon den ersten Kill machen. Da oben ist der Typ. Sterbe ich jetzt von dem? Oh Gott. Wir sind beide die schlechten Spieler. Ah, dann ist das der einzige Kill in dem Video, glaube ich. Wir haben ihn, wir haben ihn. Über die AR. Nein. Oh Gott. Jetzt müsste man es eigentlich so anders machen. Ne? Man müsste es komplett anders machen. Aber ich hätte Glitch in eine Kiste, die mit einer halben Kugel kaputt geht. Das ist voll der COD-Move, den ich da gerade mache. Na, da will ich also die Verbände benutzen. Okay, Leute. Jetzt kommt er. Ah, Gott. Nein. Ah! Oh mein Gott, nein. Okay, wir machen noch eine Runde.
Bin ich der Einzige, der hier landet eigentlich? Kann ich kurz sehen? Ja, das Ding ist, ich weiß nicht, wie man sich dreht, ohne sich zu drehen. Also wie man nur die Ansicht dreht. Nee, da, ich bin nicht der Einzige natürlich. Hier ist noch ein anderer Dude. Guck mal, wie ich so, das jetzt löse hier. Ich bin ein bisschen langsam, ich hätte das anders Dieser legendäre müssen. Flug schon mal. Egal, komm, ich... Na? Der andere Typ jetzt. Oh Gott. Dass er nicht hier drin ist. Okay, so. Okay, hier ist direkt eine Waffe. Nee, Munition nur, oh Gott. Ich muss eigentlich Glück haben und direkt eine Waffe kriegen. Okay, eine Maschinenpistole haben wir schon mal, Leute. Ich mache ein bisschen lauter den Game-Sound. Die haben an dem Spiel echt viel verbessert, ne? Das war wirklich eine... Digga. Oh Gott, nein. Ich höre ihn. Ich höre ihn, ne? Überleg mal, man würde jetzt so eine Runde hochladen. Die geht 10 Sekunden. Okay, guck mal, Waffe, wie ich gefickt werde. Ich muss eigentlich Glück haben und direkt eine Waffe kriegen. Guck mal, hier, wie ich die Waffe aufhöre. Okay, eine Maschinenpistole haben wir schon. Ja, mal, das wird wahrscheinlich klappen jetzt. Ein bisschen lauter den Game-Sound. Und jetzt... Ich glaube, das ist bis jetzt das spannendste Fortnite-Video auf YouTube, was ich mir hier anschaue. Da bin ich drin. Einfach jetzt beten, einfach abbauen und so bin ich. Als ob es das jetzt war, war es das jetzt schon hier drin. Eieiei. Digga. Hat er auf mich geschossen? Nein, oder? Wow, das Geräusch war so laut, ich habe mich erschrocken vom Ding ins Aufheben. Da hinten ist er anscheinend, ne? Ja. Aber ich brauche da gar nichts versuchen mit der Pistole. Digga, guck mal, wie ich. Was ist ja, das? Ich kann jetzt einfach nur beten, Digga. Das ich habe keine nicht. Ressourcen aufgehoben. Wie soll man sich dann auch schützen, Alter? Jetzt gehe ich in den Baum aus, ohne Ressourcen. Ja, ich muss damit aufhören. Ich muss damit aufhören. Das ist halt echt schade bis jetzt, ne? Ich kann halt echt wenig machen und der Typ ist immer noch hinter mir wahrscheinlich und holt mich jetzt gleich easy XP. Wie werde ich sterben, Leute? Lass mal jetzt abstimmen. Ich sage, ich werde komplett ohne Gegenwehr sterben. Ich werde nicht mal einen Schaden machen beim Gegner. Aber was soll ich machen, Leute, ganz ehrlich? Hilft ja sonst nichts. Ich muss jetzt einfach beten, dass hier eine Waffe drin liegt und hier wird eh schon... Ja, jetzt wird auf mich geschossen. Das war's wieder komplett. Der Typ ist hier auch im Haus. Ja, was mit der Scar so hingeschlachtet worden. Aber warte mal, da war glaube ich ein Hit. Ein Hit habe ich ihm gegeben. Gucken, was das für ein Hit war. Wie viel war der Hit? Der Typ ist hier auch im Haus. Ah, 23. Ich will ja nicht pushen, aber 23 habe ich ihm mitgegeben auf die Reise. Ja, was soll ich machen, ne? Da kann vielleicht ich mal eine Kugel treffen? Ja. Yeah. Nächste Runde. Runde Nummer 4, glaube ich. Um ganz genau... Früh tatsächlich sogar. Was? Darf ich es nehmen? Ja. Die wird mich wahrscheinlich auch gesehen. Ah, in Tomato Town sind wir jetzt natürlich gelandet. Da haben wir die Shotgun. Die weiße Shotgun. Die gibt es ja jetzt nicht mehr. Da hätte man es anders machen müssen. Da hat der Bärkai 502 das besser gemacht. Doch nicht. Wieso? Ach, er hat die bessere Shotgun, ey. Vor allem, ich treffe sofort S02, und hab keinen mal zweiten Schuss, Leute. Oh mein Gott, Mann. Da habe ich mich schon hart geschämt, dass ich das Video hochlade, das weiß ich noch. Also, wirklich, das ist so typisch, ne? Wenn man nicht aufnimmt, wäre das niemals passiert. Man nimmt. Das wäre safe passiert. Runde Nummer 5, vielleicht etwas besser. Okay, komm, wir haben eigentlich gar nicht so ein wir haben gar nicht so einen Scheiß. Jetzt noch eine krasse AR und wir sind gut im Game, Leute. Damit wusste ich nicht mehr, wie man das durchmischt, wie man das ordnet und so. Runtergegangen. Oh, da kommt ein. Wir haben 75 fucking Schild. Ah, da ist die Scoped AR-Legende entstanden. Mit der Monte mich ja auch immer noch gerne aufzieht. Boah, höre ich hier laute Schüsse. Da ist einer. Und ganz rechts. Ah, schade. Hätte man, der hat schon kein Blue Life gehabt. Hätte man vielleicht kriegen können. Gucken, wie ich sterbe. Hat anscheinend einen besseren Winkel auf mich. Schade, hat mir jetzt ein bisschen... Natürlich immer noch 0 Kills. Ja, jetzt kommt. Jetzt passiert's. Wie passiert's? Okay, den einen Baum nehmen wir noch mit hier. Ich wusste nicht, was man da drauf haut. Und ich werde einfach so gesniped. Aus der Entfernung. Guck mal, meine Reaktion. Warte, ich will das nochmal sehen. Ich gucke es nur auf mich. Wie ich den Baum abbaue, wie so ein Idiot. Okay, den einen Baum nehmen wir noch mit hier. Ich glaub's nicht. Ich kann's nicht glauben. Ich muss sagen, es war echt schlimm in der Aufnahme. So, gucken wir doch mal in die 7. Runde rein. Ach, war die schon vorbei? Ne, das war der Loadscreen. Gucken, wie es in Runde 7 zu Ende geht mit mir. Ja, auf jeden Fall ohne Kill. Immer noch ohne Kill. Ohne Kill. Ohne Kill. Guck mal ab hier. So hart. 32 Leute leben noch. Verpassen. Okay,
Ja, da gehe ich lieber nicht weiter, weil ich nicht durchkomme. Hier oben mal reingehen. Digga, mein Loot ist auch legendär. Ja, hier war auch schon wieder einer. Was, ich beschwere mich darüber. Das ist diese neue Rauchgranate, okay. Stimmt, es gab da, gab es dann seit neuestem Rauchgranaten. War er hier schon? Ja, das muss man bauen. Ja, Digga, natürlich war er da. Ich frag, war er hier schon, Digga? Denkst du, das Spiel hat das selber konstruiert, oder was? Sehe ich hier irgendeinen? Die neue Zone, bin ich mal gespannt, ob die näher kommen, weil dann wird hier auf jeden Fall mehr Action gehen. Deswegen, ich muss mich halt gar nicht so viel bewegen. Ja, oh Gott, wir sind direkt am Rand, Leute. Ein bisschen außerhalb sogar. Boah, wir müssten hier eigentlich theoretisch, wenn wir jetzt hier ein bisschen was frei bauen. Ich habe so lange keinen Kill mehr gemacht, das ist frustriert so. Hat der auf mich geschossen? Ja, safe, oder? Ja, das fuckt mich so ab, wenn ich jetzt sterbe. Ich werde das fuckt so ab. Der doch safe auf mich. Der schießt safe auf mich, Leute. Oh mein Gott. Er ist hier drin, ich höre ihn. Jetzt werde ich so geschlachtet. Komm schon. Oh, da habe ich einen Kill gemacht. Krass, da dachte ich, jetzt läuft. Da dachte ich, jetzt läuft. Und das war's in der Kompel. Oh mein Gott, Leute. Oh Mann, den einen hole ich und da kommt noch ein. 2 Kills in 33 Minuten. Okay, ich will es mal ganz kurz vergleichen mit einer Phase, wo ich ganz gut war in Fortnite. Also nicht gut, aber okay. So Leute, gönnen wir uns das Ding jetzt mal. Ab. Hier, und ich bin nicht der beste Fortnite-Spieler, Leute, ne? Will ich gar nicht sagen. Aber die Szene war einfach meine niceste bis jetzt, so. Mit dem Burst schon den ersten. So viele, Digga. Ich hab da alles gezählt, was ein Kill, also die Leute zu downen, hat für mich da gereicht. Digga, ich lande gerade und er schießt mich, Digga. Selber, die ist noch anders. Ja. Ich hab mir den Shot gegeben, einen Shot. Ich komm aus der Hand durch. Wie hab ich den geholt, Digga? Ja, Digga, ich bin gerade gelandet. Du lebst das denn, genau, du bist ja oben noch, ne? Ja. Da kommt einer noch von L, kommt noch einer rüber. Da geht der Werfer, yo. Hab den von, drei, hab den einen von Leute. Ich komm zu dir, wo ist da er? Da oben ist richtig Struggle. Ey, da kommt rein, hol ihn, hol ihn, er ist weak, easy kill, easy kill. 2 kommen unten rein, Mann. Und die sterben jetzt. Das ist ja der Standard-Skin, ne? Okay. Warte mal. Oh. Da muss ich was rausschneiden, was Massi gesagt hat. Mann, scheiße, Digga. Happy Night. Nice. Digga. Da kommt drei sowieso, Digga. Das ist no chance. So, schlecht. Du fickst die was. Ach, ich hab 7 Kills oder so. Komm, 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 weiter. Ich hab keine Waffe mehr. Keine Muni, ich hol sogar nochmal 2, glaube ich. Ich hab 10 Kills oder so, ich schwöre, Mann! Da habe ich danach fast geweint. Na gut, Leute, also, mal ein bisschen auf das erste Fortnite-Gameplay von mir reagiert. Wenn ich sowas normal machen soll, dann lasst auf jeden Fall ein Like, da würde ich mich drüber freuen. Checkt auf jeden Fall die letzten Videos gerne ab, mal wieder ein bisschen Fortnite diese Woche. Dann, ich mache zurzeit alles gemischt, so wie ich Bock habe. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.